Und hier sehe ich wieder nichts, weil der Bildschirm zu dunkel ist und die Sonne anfängt zu spiegeln. Also gehen wir weiter nach oben. Auch wenn es hier leider nicht heller ist. Ja, jetzt wird es wieder heller, das ist schon mal gut. Safe for you here. Go with Mr. Russo. I'll find you when Taro is free. Be careful, Kane. Das klingt irgendwie nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich will das nicht machen. Ich weiß nicht, warum da immer Berg steht. Das stört mich eigentlich gar nicht so krass. Ich meine, man kann ja mitlesen. Bei euch ist es ein bisschen schwierig wegen der einen Szene. Wenn die Texte zu lang werden, habt ihr da am Ende ein Problem, das ist mir schon klar. Aber wenn man zuhört und so ein bisschen mitliest, kann man sich das, glaube ich, auch alles irgendwie erschließen. Okay, tschüss. Hi. Aua. Hab ich verdient? Entspann dich! Aua. Ist das so ein Heilding? Ja, ja, ist gut. Mein Lieber, ja, ist gut, übertreib halt! Entspann dich! Es wird alles gut! Also vielleicht! Oh, das war nicht gut.
Aua. Hä? Manchmal macht ihr das, was ich möchte. Was tust du? Ja, das war... Ich war eigentlich da mit meinen Fingern gerade am Jonglieren, aber wenn man G statt F drückt, dann kann das nicht klappen, ne? Ja, ich möchte interagieren. Ich möchte dieses Ding jetzt kaputt machen. Warum kann ich nicht einfach einmal im First Try besiegen? Das wäre so gut, ne? Ja, überspringen. Kinder das ja. Dieser Ultramotor, ne? Der mich eben platt gemacht hat. Ja, jetzt ist so heil. Kannst du mal bitte nicht so weit von mir weg sein? Nahkampf ist nicht meins. Dann mache ich sofort Fehler. Ich muss mal kurz vor dir weglaufen, mein Lieber. Was tue ich? Falsche Tasten drücken. Ich will irgendwie nur zu Leben kommen. Ja, das ist mir eigentlich egal, gerade.
Hi. Wahrscheinlich soll man den auch nie mit Pfeil und Bogen besiegen, aber Pfeil und Bogen kann ich halt. So ein bisschen zumindest. Beim Nahkampf muss ich mal blocken und blocken kann ich nicht. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay. But I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! Lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you.
I'm sorry, Kena. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now.